Tobias Licht und Ehefrau Nora, erschütternde Beichte. Ihre Ehe stand auf dem Prüfstand. Tobias Licht und seine Ehefrau Nora mussten hart um ihre Ehe kämpfen. In den letzten Jahren zogen immer wieder Dankewolken über ihrem Liebesglück auf. Die Entscheidung, einen heruntergewirtschafteten Pferdehof in Brandenburg zu übernehmen, hat das Leben von Tobias Licht, 46, und seiner Frau Nora, 37, völlig verändert. Seit 7 Jahren verging kaum ein Tag, an dem die beiden nicht von morgens bis abends geschuftet haben. Sogar die Ehe der beiden stand auf dem Prüfstand. Tobias, es ist ein Wunder, dass wir das als Paar überlebt haben. Das war für uns eine Riesenaktion. Punkt. Allein in den letzten Monaten musste ich ohne Hilfe ganze Leitungen neu verlegen. Da bin ich an meine Grenzen gestoßen. Und wenn ein Problem gelöst war, tauchten 2 neue auf, erzählt der Schauspieler. Doch nicht nur die jahrelangen Renovierungsarbeiten, sondern auch andere Schicksalsschläge, wie der Tod seines Vaters, belasteten die Familie. Der Reiterhof war nie sein Traum. Wir hatten in den letzten Jahren keinen ungetrübten Sommer ohne persönliche Hiobsbotschaften. Aber wir haben uns immer wieder zusammengerauft, was nicht selbstverständlich ist. Würde er mit dem Wissen von heute noch einmal einen Reiterhof übernehmen? Der Schauspieler zögert kurz und antwortet dann ernst: Wahrscheinlich nicht. Denn es war der Traum seiner Frau, auf dem Land zu leben, nicht seiner. Aber ich bereue es nicht, trotz der vielen Strapazen. Ich muss mir nur unseren 5-jährigen Sohn anschauen, der hier so glücklich ist. Und wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn wir den Hof nicht gekauft hätten. Vielleicht hätte ich jahrelang in Berliner Cafés gesessen, große Reden geschwungen und über Projekte philosophiert, die nie realisiert werden.